Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Willkommen zu meinem zweiten Video zum Dystopian Wars Jagd auf die Prometheus Zweispieler Starter Set. Hier sind die gebauten Schiffe und die werde ich jetzt einzeln durchgehen, sagen welches ist. Und hier sind die Beutelchen mit den verschiedenen. Also entweder sind es Kugeln, die kann man so reinlegen, oder eben, ich habe das magnetisiert, das bietet sich auch sehr an. Die Zapfen, die hier oben waren, haben die gleiche Größe wie die Magneten und diese Zapfen kommen dann zum Beispiel hier rein. Gut, ich werde das einzeln durchgehen und werde die Schiffe auch mit Waffen bestücken, dass man sich das gut vorstellen kann. Hier haben wir die kleinsten Schiffe der Enlightened-Fraktion, das sind die Germain, Sebek oder Merian Fregatte. Sie haben hier Partikelbeamer. Das sind diese Kugeln hier. Die kann man austauschen. Da gibt es eine zweite Waffenoption. Das ist ein Pulsemitter. Und je nachdem, mit welcher Waffe sie ausgerüstet sind, sind sie dann entweder Germain, Sebek oder Merian Fregatte. Die nächsten Schiffe der Enlightened habe ich gebaut, die Copernicus Class Cruiser zweimal. Der Copernicus Class Cruiser zeichnet sich dadurch aus, dass er hier, also die genauen Waffenstats und so weiter weiß ich jetzt nicht, aber vom Aussehen her, dass er hier einfach eine Kugel hat. Man kann das hier gegen eine kleine Abschussrampe austauschen, das habe ich auch alles magnetisiert, mit etwas größeren Magneten. Und zack, schon haben wir hier die Abschussrampe. Und das ist jetzt, mit der Abschussrampe ist es der Châtelet Class Cruiser. Da habe ich zwei gebaut. Hier kann man es auch austauschen, habe ich auch magnetisiert. Genau, und hier hat er auch noch einen Pulsemitter, einen Partikelbeamer. Das kann man natürlich auch, wenn man will, durch einen Pulsemitter austauschen. So, schauen wir es uns noch einmal von nah an. Ein schönes Schiff, wie ich finde. Ich liebe Schiffe. Und hier hole. Aber das passt schon. Man könnte hier noch andere Sachen bauen, zum Beispiel den Ulysses Class Cruiser oder den Antarktika Class Cruiser. Also ich habe einen anders gebaut. Das ist der Lovelace Class Cruiser. Also zum Vergleich, dass ihr einen Vergleich habt. Hier sind die beiden nebeneinander. Der Aufbau hier ist anders. Hier wird nichts magnetisiert, aber er hat zwei Waffen, zwei Partikelbeamer oder zwei Pulsemitter. Und wenn man jetzt andere Arten baut, dann ist zum Beispiel hier hinten auch noch eine Waffe beim Ulysses Class Cruiser oder Antarktika Class Cruiser. Es gibt hier, aus dem kann man auch noch eine andere Variante bauen mit dem gleichen Aufbau. Wenn es hier hinten zu ist, ist es ein Stiletto Class Cruiser, genau. Also von der Art Schiffe haben wir drei. Hier von den Enlightened, das namensgebende Schiff für das Starter Set, das ist die Prometheus, Hypatia Class Generatorschiff. Ich zeige euch, wie das ausschaut. Das ist Resin, also ein Resinblock, sehr schön ausmodelliert. Ups. Und hier das sind, also hier ist wieder Partikelbeamer oder Pulsemitter, dreimal zum Vergeben. Und hier haben wir auch verschiedene Generatoren. Da gibt es Atomreaktor und verschiedene Generatoren. Hier habe ich es auch magnetisiert. Kann man ändern. Und hier wieder Partikelbeamer und Pulsemitter. Hier ist es ein Block. Ich glaube, das steht für sich allein. Also ich glaube, daraus kann man keine anderen Schiffe bauen. Aber eines gibt es noch von den Enlightened, und zwar das Descartes Class Control Ship. Das ist witzig, weil das feuert mit kybernetisch veränderten Walen. Hier ist so ein Wal, muss man alles zusammenbauen, hier liegt er drin, hier ist auch Wasser modelliert und in diesen Kabinen sind dann die Wale und werden verschossen. Ziemlich crazy, gut, dass es das nicht in echt gibt. Hier haben wir das auch mit Partikelbeamer und Pulsemitter jeweils. So, das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Hier haben wir den Wal.
der hier von, hier ist schon der nächste, aber aus diesem Becken wird er mit diesem mechanischen Hebearm in die Kammer verfrachtet und dann weggeschossen. Schönes Modell. Das sind hier, ich weiß nicht, ob das Boote sind oder Flugzeuge, jedenfalls war diese Plastikplatte hier dabei und extra waren die Bases dabei, hier nochmal das Symbol von War Cradle Studios. Und dann war dieser Bit dabei mit modelliertem Wasser und die Fahrzeuge, die hier drauf sind. So, das war's mit den Enlightened. Und jetzt kommt das Commonwealth. Das Commonwealth ist nicht so wie in unserer echten Welt. Ist es ja Großbritannien, das Commonwealth. Hier ist es aber Russland. Das ist die Rurik-Class-Fregatte. Über Bewaffnung und so weiter kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich jetzt die Setkarten noch nicht ausgedruckt habe. Okay. Und weiter geht's mit den Commonwealth. Hier habe ich gebaut den Kutsov-Class-Cruiser, also 5 Kutsov-Class-Cruiser. Die haben wieder verschiedene Bewaffnungen. Jetzt nicht den Particle Beamer, sondern das erste, was man hier sieht, ist die Tree Railgun. Dann als nächstes die Heavy Gun Battery. Und was wir hier am vorletzten Schiff sehen, ist die Rocket Battery. Hier habe ich auch wieder alles magnetisiert. Hier der Stern, der obligatorische russische Stern. Hier könnte man aus den Gussrahmen könnte man noch bauen den Oleg Class Cruiser, den Norilis Class Cruiser oder den Sineos Class Cruiser. Hier kann ich euch auch zeigen, hier sind Löcher nämlich drin. Hier. Und hier würde der Magnet natürlich durchfallen. Also habe ich einfach aus dem Gussrahmen mir 2 Stücke zurechtgeschnitten und mit Plastikkleber die unten reingeklebt, dass das Loch zu ist. Und so funktioniert das gut. Zusammenbau war eigentlich also problemlos. Es ist nur das Ding, man muss wissen, was man baut und dass man so viele Optionen hat, die zu bauen. Und ja, ich habe es circa, also ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Hier haben wir, ich habe so gebaut, wie es hier ist eigentlich. Außer bei den Enlightened, da habe ich einmal den Lovelace Class Cruiser, was ich früher gezeigt habe, gemacht. Und hier ist der Copernicus Class Cruiser. Hier haben wir das Flaggschiff von den Commonwealth. Das ist das Borodino Class Control Ship. Hier haben wir einen Kryoreaktor, das weiß ich schon, das habe ich schon gelesen. Der kann Eisberge produzieren und hier haben wir wieder schön den Stern. Hier, das habe ich hier vorne die Heavy Gun Battery, dann die Tree Rail Gun rechts und links die Rocket Battery. Hier, das kann man auch austauschen, habe ich magnetisiert. Ups. Hier wieder das Schiff, nicht hohl, ein Resin-Block. Schön ausmodelliert, das könnte man sich vielleicht auch dann die Wand hängen. Aber ein wunderschönes Modell, finde ich. Das war's mit dem Überblick der Modelle aus der Dystopian Wars 2-Spieler Starterbox Jagd auf die Prometheus. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen.